How blessed I am to have your heart, to be your groom for the rest of your life. All the old heartbreaks and waiting are worth it, just to be with you in God's distant time. My heart was captivated by many girls before. I thought that was true love, but I was a fool. Then one day you came into my life, not knowing how, but it's all God's design. To be with you in your weakness, to stay with you in pain, to be faithful in hardship, to love you no matter what, to trust you at all times, to dance with you in the storm, to sing with you when drowned, to not give up, 'cause I love you. I've no future and I'll always be a bed of roses, but having the Lord is enough, my dear. I will love you with my everything, for that's what the Lord has done for me. So, mein Schatz, jetzt bin ich fertig gestylt, freue mich nachher, dich zu sehen in deinem tollen Kleid, und nachher feiern wir wunderschöne Hochzeit. Ich liebe dich. Yeah.
to not give up, 'cause I love you. I could see it in your eyes from the moment we first met. There was something different about you. I couldn't see myself without you. Now I know what it is that makes me love you like I do. It's all that I've been longing for. I don't have to look for it anymore. You give me something to believe in, a hope that I can build on, a trust and a devotion. I'm caught up in emotion. Will I walk beside you? Will I give my heart away? Will I hold you in my arms at night? Will I bow my head and pray? Will I promise to be faithful? Will I do this every single day? Will I be there to protect you? Will I keep the vow I made? Will I give you all of my love? I say yes to all of the above. You can see it in my eyes when we are close together, the feelings that I just can't hide, things that my heart can't deny. Now I know what it is that makes me love you like I do. You're all that I've been longing for. I don't have to look for you anymore. You give me something to believe in, a hope that I can build on, a trust and a devotion. I'm caught up in emotion. Will I walk beside you? Will I give my heart away? Will I hold you in my arms at night? Will I bow my head and pray? Will I promise to be faithful? Will I do this every single day? Will I be there to protect you? Will I keep the vow I made? Will I give you all of my love? I say yes to all of the above. All of the above. Will I walk beside you? Will I give my heart away? Will I hold you in my arms at night? Will I bow my head and pray? Will I promise to be faithful? Will I do this every single day? Will I be there to protect you? Will I keep the vow I made? Will I give you all of my love? I say yes to all of the above. All of the above. Well, I say yes to all of the above. Thank you.
Hallo, Prost, Amerika. Ihnen beiden, Ihren Verwandten und Ihren Gästen ein herzliches Willkommen anlässlich dieser heiligen Messe, die ein Auftakt ist, wo Sie in dieser Stunde im Jahr bei uns ist es üblich, dass der Verein Standesbeamten heiratet und man heiratet in einer Kirche. Aber es gibt einen ganz großen Unterschied, ob ich bei einem Standesbeamten heirate oder es in einer Kirche tue. Der Standesbeamte will von Ihnen wissen, ob Sie eine Ehe heiraten wollen. Und wenn Sie Ja gesagt haben, langt es Ihnen nicht. Sie müssen unterschreiben. Das gibt es in der Kirche nicht. Das gibt es heute. Schon bei der Erschaffung des Menschen hast du die Lebensgemeinschaft von Mann und Frau gewollt. Blicke auf dieses Brautpaar, das in Ehebund schließen wird. Lass sie einander zugetan sein, ihr Leben lang, damit sie, die der Liebe Frucht bringen sollen, auch Zeuge deiner Güte werden. Darum bitten wir durch Christus unseren Gott. Lesen aus dem Buch Genesis. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und Gott sprach, lass uns Menschen machen als unser Abbild und sinnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er. Als Mann und Frau schuf es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und es war sehr gut. Worte des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Thank you.
In jeder Zeit sprach der Herr zu den Pharisäern: Am Anfang der Schöpfung hat Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und in zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das sagt der Mensch nicht mehr. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Sie beide sind gestandene Persönlichkeiten. Doch sie kommen in dieser Stunde um die Predigt nicht herum. Ich sage das deswegen, weil es in dieser Predigt nicht nur um sie beide geht, sondern auch um diejenigen, die schon lange in einer Partnerschaft und Liebe leben. Sie, Herr Aaron, kommen als Erste an die Reihe, weil im Alten Testament Adam der erste Mensch war, der erschaffen worden ist. Und er darf tun und lassen, was er möchte. Er darf die Tiere, die Blumen, die Pflanzen mit Namen benennen. Und das macht er auch. Und trotzdem, dass er diese Freiheiten hat, ist er ja nicht mit seiner Situation zufrieden. Sondern er möchte etwas haben, was seinem eigenen Fleisch tut. Und dann kommen sie an die Reihe als Frau. Es wird die Eva geschaffen. Und der Adam ist mit seiner Eva froh. Und die Eva ist auch froh mit ihrem Mann. Ich sage das deswegen in dieser Deutlichkeit, weil das Alte Testament, ob im Dorfgebaren oder im Großrossen, eine ganz entscheidende Rolle spielt. Nämlich, ich komme in Häuser hinein. Da gibt es eine Katze, da gibt es einen Hund. Da gibt es einen Vogel, der wird sogar mit Namen angesprochen. Aber einen Menschen aus Fleisch und Blut gibt es nicht. Und deshalb bin ich froh, dass Sie als Mann eine Frau gefunden haben und Sie als Frau einen Mann gefunden haben. Es sind die beiden ja miteinander glücklich und zufrieden im Paradies. Und dann kommt etwas ins Spiel, die unsere Staunen in der Wie sie sah, wenn ihr beide in den Apfel hineinbeißen, werdet ihr sein wie Gott. Und die beiden beißen hinein. Und was die Schlange versprochen hat, das werdet ihr dann haben, nämlich die beißen hinein. Und das Universum tut sich auch in seiner Unendlichkeit daran sind Adam und Eva gescheitert und daran scheitern auch heute noch viele Menschen. Wir in der Kirche sagen dazu, dass wir sie absuchen. Aber weil sie junge Leute sind, gebe ich ihnen ein anderes Wort mit. Nämlich das Wort interessant. Also gibt es Männer, die finden jede Frau interessant. Mit der habe ich eine gute Figur zu machen. Mit der habe ich vielleicht ein großes Ein und ein gutes Auskommen, mit der habe ich gute Beziehungen. Und dann gibt es Männer, die nehmen sich nicht fest. Sie wollen offen bleiben und alle Optionen. Und das gilt für sie auch als Frau. Es gibt Frauen, die nehmen sich nicht fest. Die finden den Mann schön, den Mann interessant. Mit dem habe ich mein Lebensunterhalt an meiner Seite. Und daran scheitert, wie gesagt, viele Männer und Frauen in der heutigen Zeit. Sie sind eine attraktive Frau. Und es dürfen auch andere Männer nach ihnen schauen, das ist ja ganz automatisch. Aber wichtig ist, dass sie sich festlegen in dieser Stunde auf diesen einen Mann. Und das gilt auch für Sie, weil Sie Unternehmer sind. Sie haben viele Fahrgäste, mit Sicherheit auch Ihren Blick auf Sie werfen. Und das darf auch ruhig so sein. Nur sie legen sich jetzt fest in dieser Stunde auf eine Frau. Dann haben sie schon eine wesentliche Garantie, dass diese Ehe gelingt. Aber jetzt kommen sie wieder ins Spiel. Nämlich wissen sie überhaupt, als Frau,
niemand einen Mann glücklich macht. Ich werde es nicht verraten. Das ist das einfachste, was es auf dieser Welt gibt. Wenn Sie Ihrem Mann das Gefühl geben, dass Sie glücklich sind, wird er ein Leben lang an Ihrer Seite bleiben. Ein Mann verlässt dann seine Frau, wenn er spürt, ich kann sie nicht glücklich machen. Geben Sie ihm das Gefühl, dass Sie eine glückliche Frau sind, und er wird ein Leben lang an Ihrer Seite bleiben. Sie, Herr Bauer, Sie haben Schwierigkeiten. Sie sind ein Mann. Und deswegen ist die Frage, jetzt brauche ich ein junges Mädchen bei mir.
Herr Jesus Christus, auch heute noch werden Ringe getragen, die Zeichen der ewigen Bindung. Sie sind ohne Anfang und ohne Ende. So segne diese Ringe, die für dieses Brautpaar bestimmt sind, durch Christus, unseren Herrn. Jetzt tut ihr das ab. Und Sie machen bitte die Ringe ab. Das ist Ihre Frau. Das bekommt sie jetzt beide fest in die Hände. Und Sie schauen sich bitte jetzt gegenseitig an. Und Sie sprechen mir bitte laut und deutlich folgende Worte nach. Jennifer. Jennifer. Vor Gottes Angesicht. Vor Gottes Angesicht. Nehme ich dich an. Nehme ich dich an. Als meine Frau. Als meine Frau. Trage diesen Ring. Trage diesen Ring. Als Zeichen. Als Zeichen. Meiner Liebe und Treue. Meiner Liebe und Treue. Im Namen des Vaters. Im Namen des Vaters. Und des Sohnes. Und des Sohnes. Und des Heiligen Geistes. Und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Mit dir die Ringe bitte anstecken. Ganz zärtlich. Ja. Nehmen den Ring bitte in die Hand. Sie schauen sich bitte gegenseitig an und sprechen mir bitte folgende Worte nach. Oliver. Oliver. Vor Gottes Angesicht. Vor Gottes Angesicht. Nehme ich dich an. Nehme ich dich an. Als meinen Mann. Als meinen Mann. Trage diesen Ring. Trage dieses Ring. Als Zeichen. Als Zeichen. Meiner Liebe. Meiner Liebe. Und Treue. Und Treue. Im Namen des Vaters, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Sohnes und des Heiligen Geistes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Mit Ihnen bitte den Ring anstecken. Sie reichen bitte einander die rechte Hand. In dieser Stunde bestätige ich den Bund, den Sie beide geschlossen haben. Sie und auch Sie, nämlich zu Zeugen dieses heiligen Bundes. Und was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Ich weiß nicht, das gilt für Sie und für Sie, wo Sie beide geküsst und gelernt haben. Aber zeigen Sie mal, was Sie können. Bitte schön.
Familiengeschichte, dass Mann und Frau durch das Band und das Pfarrergemeinschaft vereinigt, damit sie in Einklang und Liebe miteinander leben. In deiner Weisheit brauchst du das Leben der Natur und das Leben der Gnade. Du segnest den Unterehe mit Fruchtbarkeit und berufst die Kinder, die zu Menschen leben geboren sind, zur neuen Geburt in der Taufe, beschmutzten Namen zu Preisgott in deiner Kirche und vereinert uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochruf von deiner göttlichen Herrlichkeit. Darum will ich ja gerade
Herzlichen Glückwunsch. In der Kommunion komme ich zu Ihnen. Anschließend komme ich mit dem Kirsch zu Ihnen, wo Sie aus dem Kirsch schon auch trinken. Ich hole Ihnen aber jetzt einen Kontakt ab. Sie bringen Sie den Ort wieder. Einfach mal. Thank you.
from the Lord. You found the harmony to the song you sing. You can do anything in one accord. You are a father and a brother and a lover and a cover and a teacher and a everything. She's your mother and your sister and your lover.